Als nächstes haben wir vom Weingut Landerer einen wunderschönen Rosé, einen Spätburgunder Rosé. Der sieht schon im Glas toll aus. Was charakterisiert diesen Wein? Okay, dieser Wein sah natürlich eine gewisse Lebendigkeit aus, wenn man schon die Farbe sieht. Ja? Aber der Schönere ist der Spätburgunder, eigentlich eine typische Rebsorte für den Kaiserstuhl sowie auch für das Anbaugebiet Baden. Da wir auch das südlichste Weinanbaugebiet sind in Baden, weiß man ja auch, dass die klassische Burgundersorte von unserer Region zu Hause sind, sprich vom Kaiserstuhl. Und für mich ist der Spätburgunder innerhalb Deutschlands einer der edelsten Rebsorte, aber auch gleichzeitig einer der vielseitigsten Rebsorte. Denn wir können aus dieser Traube 4 verschiedene Weine daraus gewinnen. Einige davon haben wir hier bei Ihnen auch im Verkauf. Als erstes haben wir hier den Spätburgunder Rosé, der zu 100% aus der Spätburgunder Traube gewonnen wird. Und der Spätburgunder ist ja an sich einer, sagen wir, der König unter den Spätburgunder. Von der Frucht her, gleichzeitig von der Aromatik. Und gleichzeitig der Spätburgunder eine kleine, kompakte, dichtbärige Traube. Die Farbe befindet sich im Bärenhaus, sprich in der Schale. Und das Fruchtfleisch und der Saft dieser Traube, sprich dieser Beere, ist ja weiß-hell. Wie gewinnen wir jetzt diese Farbe hier in diesen Wein rein? Ganz klar, Spätburgunder Rosé. Sagt man Rosé, elegant, fruchtig, leicht, spritzig. Wiederum, die Trauben werden abgebärt. Wichtig ist eine handselektive kerngesundes Lesegut. Deshalb ist auch der Spätburgunder Rosé eher der fruchtbetonte Typ, etwas der elegantere, ja, etwas der hochwertige aus der Spätburgunder Traube. Gleichzeitig, die Trauben werden kalt mazeriert, um die Farbe zu gewinnen. Das heißt, wir machen hier eine Maischestandzeit. Das heißt, die Maische wird gekühlt etwa auf 8 bis 10 Grad runter mit einer Standzeit von ca. 5 bis 6 Tagen. Und dadurch lösen sich auch diese Farbpigmente aus der Bärenhaut. Wenn man so mal diese Farbe schreibt, so am Stielansatz, so leichtes Zartrosa, und geht dann leicht über so in diese Lachsreflexen. Und solche Weine trinkt man ja, wann trinkt man diese Weine? Natürlich verstärkt im Frühjahr, Sommer. Denn nach einer kalten Jahreszeit im Winter hat man wieder das Verlangen nach Sonne, nach Natur. Und dementsprechend sind auch solche Farben wieder mehr im Mittelpunkt. Des Weiteren werden wir auch mal den Wein mal probieren und charakterisieren. Also ich kann schon mal sagen, er hängt wunderbar im Glas. Er hat eine tolle Viskosität. Von der Frucht her meint man gerade, es explodiert im Mund, so eine leichte angedeutete Aromenexplosion. Und dann hat der Wein natürlich gewisse Anklänge von Aromen. Wie kommen die Aromen in den Wein rein? Ganz klar, das sind natürliche Aromen, die draußen am Weinstock gebildet werden. Deshalb ist auch wichtig, eine physiologische Reife an der Traube zu haben. Das heißt, die Traube so lange wie möglich draußen hängen am Stock, bis die physiologische Reife reif ist. Das heißt, physiologische Reife heißt im Prinzip nichts anderes wie der richtige Reifezeit beim Abzuwarten und dann innerhalb kurzer Zeit zu reagieren mit den anderen. Und das dann natürlich ist die Kunst des eines Kellermeisters oder eines Önologes auch oder Betriebsinhabers, die Aromen, die sich in der Traube befinden, beständig in den Wein rein zu vinifizieren. Die Empfehlung dieses Spätburgunder Rosés ist hauptsächlich so im Frühjahr, im Sommer. Das heißt so, wenn am Baum so die Knospen sprießen, dann kommen die Blütezeiten, dann wecken Emotionen. Es ist schon Wein für die Grillsaison, fürs Frühjahr, als Terrassenwein sehr gut geeignet. Oder auch in der Wintermonate auch sehr gut geeignet für Wildschwein. Letztendlich muss es jeder selber wissen, was man schmeckt, das Trinken. Ja, das stimmt.